Walter Rosenkranz, FPÖ, ist der nächste Redner. Ja, Michael Haneke hat gestern in einem Radiointerview ganz kurz gemeint, ohne die österreichische Filmförderung würde es an sich den österreichischen Film in dieser Qualität nicht geben. Das heißt, wir beschließen heute die Fortführung von einem Kulturgut, der Förderung eines Kulturguts, die tatsächlich wichtig ist. Die Ausschussfeststellung sagt jetzt aus, dass man damit auch Filmfestivals fördern kann. Da sehen wir ein gewisses Problem, weil die Einschränkungen sind nämlich uns nicht klar genug. Ich möchte eigentlich vermeiden, dass man sich dann in jedem Ort oder sonst was sich dann ein Filmfestival genehmigt, nur um dann irgendwo in einer entsprechenden Gesellschaft, Beispiele gibt es ja dann, wo man dann irgendein Festival vor Ort dann fördert, damit der eine oder andere, so wie es leider Gottes bis jetzt da passiert, auch politische Günstling, dann entsprechend dotiert wird und sein Filmfestival macht. Wir haben Filmfestivals, aber wir fürchten, dass es unter Umständen ausufern könnte, wenn hier Mittel sind. Wir wollen, dass die Mittel dafür tatsächlich für den Film konkret eingesetzt werden. Und da eine Anmerkung, es ist bereits angekommen, auch hier die Transparenz. Ich kenne sehr viele Gemeinden, wo Filme gedreht werden, wo dann die Filmgesellschaften kommen. Aber wenn wir bei euch den Film drehen dann und eine Gesellschaft vor Ort zum Beispiel gründen und Arbeitsplätze haben, dann wollen wir einen Teil der Kommunalsteuer zurückbekommen. Dann gibt es die Förderung des Landes. Und da wollen wir eigentlich ganz klar und ganz genau Transparenz haben, wo der eine oder andere Film gefördert wird. Es geht hier auch um kulturell hochstehende Produkte. Es gibt aber auch andere Filme, die Österreich und österreichische Regionen über die Grenzen hinaus oder Serien bekannt machen und zu einer Umwegrentabilität führen. Ich habe nur eines zum Kollegen Czapa am Rande der Kulturausschusssitzung gemeint. Vielleicht wäre es besser, wenn die Budgetmittel knapp sind, die Produktionen Soko Kitzbühel oder Soko Donau vom Innenressort zu fördern, weil dort gibt es wenigstens eine 100%ige Aufklärungsquote. Dass mit der Filmförderung künftig auch Filmfestivals gefördert werden können, sieht Walter Rosenkranz von der FPÖ kritisch.